Ja, zum einen hat man einen sehr viel größeren Zugriff auf Literatur, für die man sonst in die Bibliotheken rennen musste und sie auch nur ausschließlich dort fand ursprünglich. Zum anderen hat man durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten, den Unterricht zu gestalten. Also es ergeben sich durch die Digitalisierung neue Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht, an den Schulen und an den Universitäten. Und zum Dritten kann auch die Philosophie außerhalb des universitären Raums durch die Digitalisierung anders wahrgenommen werden, weil sich durch die Digitalisierung Themen und Fragen der Philosophie für eine fachfremde, für fachfremde Leute anders aufbereitet werden können und diese dann dazu einen neuen Zugang oder ein neues Interesse entwickeln können. Na, zum einen, dass zumindest die Illusion kreiert wird, dass man ständig und überall erreichbar und verfügbar auch sein muss und also, dass man es sein kann und deswegen auch sein muss. Zum anderen, dass man überall und zu jeder Zeit arbeiten kann und deswegen auch überall und zu jeder Zeit arbeiten muss, auch am Wochenende, an Feiertagen und so weiter. Und zum Dritten ändert sich auch die Erwartungshaltung der Studentinnen und Studenten umgekehrt an die Lehrperson beispielsweise, dass die Studentinnen und Studenten erwarten, absolut selbstverständlich erwarten, dass die Lehrperson ihnen alle Unterrichtsmaterialien beispielsweise zur Verfügung stellt und dann ja doch einigermaßen überfordert sind, wenn die Lehrperson dann sie bittet, das ein oder andere Buch selbst einmal aus der Bibliothek zu holen, weil das mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr gängig ist. Zum einen stelle ich die Frage, inwiefern Roboter selbst Moral Agents sein können, das heißt moralische Handlungssubjekte, inwiefern sie selbst also moralisch handeln können. Zum zweiten frage ich danach, inwiefern Roboter selbst sogenannte Moral Patients sein können, das heißt Objekte moralischen Handelns, das heißt inwiefern sie einen besonderen moralischen Umgang erfordern. Und zum dritten frage ich nach den ethischen Herausforderungen in spezifischen Bereichen der Robotik. Etwa in dem Bereich Industrierobotik oder Robotik und Arbeit im größeren Sinne. Zum Zweiten im Bereich autonomes Fahren und zum Dritten im Bereich der Sexrobotik.